Es ist kurz vor Weihnachten. Natürlich sind die Kinder nervös. Die freuen sich schon zumindest mal ein bisschen, auch wenn das Weihnachten eigenartig ist. Der Markt ist auch nervös. Ob er sich freut, das weiß ich noch nicht so richtig. Aber wir sehen, dass er doch ziemlich heftig immer wieder unterwegs ist. Jetzt aktuell der Nasdaq im Future, so wie wir es jetzt hier ansehen, ganz heftig runtergefallen jetzt hier heute zur Eröffnung. Im Moment sieht es so aus, als ob er sich schnell wieder erholen sollte. Also vielleicht eine ähnliche Bewegung wie das, was wir vorher hatten. Wir hatten da ja auch gestern eine deutliche, nein, das ist nicht mal gestern gewesen, das war noch vorher. Hier ist gestern scharfe Abwärtsbewegung, dann wieder zügig hoch, aber wieder scharfe Abwärtsbewegung und zügig wieder hoch. Hier scharfe Abwärtsbewegung, zügig wieder hoch. Ihr seht, das ist ein bisschen eigenartig. Ist es das wirklich? Naja, das kommt immer wieder mal vor, aber das ist eigentlich ein ganz klares Zeichen. Der Markt weiß nicht, wohin mit seinem Ei. Na, Ei, Ostereier müssen wir im Moment nicht verstecken, aber auch nicht mit seinem Lebkuchen. Also wir wissen nicht, ob er noch ein Geschenk verteilt oder ob es das schon entsprechend war. Für mich ist das immer ein ganz deutliches Zeichen da, die Füße ein bisschen stiller zu halten, also nicht mehr auf Teufel komm raus eine Position zu suchen. Ich würde mich sofort wieder bereit erklären, wenn wir wieder dieses klare Wechselspiel haben. Eine Seite stark, die andere Seite schwach. Dann bin ich gerne wieder gewillt, da ein Risiko einzugehen und zu sagen, dann gehe ich doch mit der starken Seite mit, sobald wir da unseren Trigger erreichen. Allerdings, der Markt hier ist im Moment da sehr, sehr wechselhaft. Wir können mal gucken, der Dow, nein, erst den DAX, den wollten wir nochmal angucken. Der DAX eigentlich ja toll gestartet jetzt hier und wir hatten die deutliche Abwärtsbewegung und ein bisschen das ganze Szenario in dieser ABC-Kiste. Allerdings kommt er jetzt nicht so richtig steil runter. Das wäre jetzt die Optimalbedingung gewesen. Vorsichtig, ich gönne niemanden einen schwachen Markt, aber das wäre charttechnisch das optimale Bild gewesen. Schub runter, ABC hoch, mit dem Hintergedanken, dass wir dann sowas nochmal bekommen. Und wie gesagt, nicht aus Böswilligkeit, sondern damit das Bild am schönsten ist. Denn je schöner das Bild ist, desto mehr Marktteilnehmer springen gegebenenfalls auf und die aktiveren von uns können dann die Short-Seite gegebenenfalls nochmal mitnehmen und dann ja auch günstig wieder einkaufen, denn wir wissen, dass auch so eine ABC natürlich einerseits auf der Abwärtsseite einen möglichen Trigger für einen Short bietet, aber natürlich später dann auch wieder auf der Aufwärtsseite, wenn der Kurs dann da wieder durchgeht, dass man dann sagt, okay, jetzt setzt sich doch der eigentliche Trend fort und wir hätten eine Menge Platz, dann eben nach oben zu gehen. Denn Bullish ist möglicherweise die richtige Richtung. Aber das scheint im Moment sich noch nicht so wirklich durchsetzen zu wollen. Und ob das vor Weihnachten jetzt noch der Fall ist, na, ich will mich da nicht zu so sehr aus dem Fenster lehnen. Das Bild, was wir jetzt hier sehen, kann locker auch noch so aussehen. Zack, ABC runter, dann haben wir jetzt hier das hoch, dann kriegen wir nochmal eine kleine ABC runter, dann kriegen wir einen Fünfer hoch. Und wer ein bisschen länger sich das hier schon mit mir anguckt, der weiß, wie jetzt fünffällig? Nach fünf ist doch erstmal gerne Päuschen. Und dann Schluss und genau richtig, das halte ich für gar nicht so unwahrscheinlich. Dann kriegen wir so eine Korrektur und dann das. Wer jetzt verwirrt ist und sagt, Kaffeesatzleserei, da kann man doch so oder so. Richtig, genau das ist es. Der einzige Unterschied ist, dass wir als Händler gar nicht versuchen, erst die Zukunft vorherzusehen, sondern einfach nur zu sagen, mach doch, was du willst, ich reagiere dann darauf, was du mir bietest. Also dann ein bisschen ist das wie im Restaurant, wenn man nichts bestellt hat, es kommt irgendwas geliefert. Ich muss nicht raten, was kommt. Ich muss nur, wenn der Teller dann da ist, sagen, nee, das nehmen Sie wieder mit. Ich nehme was anderes, was Sie mir gleich noch vorbeibringen. Das ist eigentlich das, was wir Händler machen. Nicht die Voraussicht, was wird er denn mir wohl als nächstes bringen. So, in diesem Sinne kann man hier eigentlich gar nicht so arg viel dazu sagen, in diesem Moment zumindest mal, was wir spannend finden, das nennen wir ja häufig sehr zeitnah dann auf Smartphone im nein, im Born for Trading. Jetzt bin ich selber gerade in Straucheln gekommen. Ganz konkrete Handelsansagen mit unseren Levels, das ist im, ja, super, ich verwechsel die beiden jetzt in beide Richtungen. Naja, einfach für beides anmelden. Trade des Tages mit ganz konkreten Handelsmarken, wann immer wir was sehen, wo ich sage, das ist aber jetzt ein Burner, da kann ich mir was vorstellen. Und Born for Trading, wer sagt, ich möchte einfach zwischendurch auch immer wieder Informationen haben, was da spannend ist. Ein bisschen Lehrstücke mal, aber eben auch ganz konkrete Ideen, die man da mal umsetzen kann. Das hängt natürlich ein wenig davon ab, was der Markt bietet. Das kann mal etwas mehr, mal etwas weniger sein. Da sind wir natürlich angewiesen auf das, was die Marktteilnehmer uns hier in den Chart zaubern. So, einmal werden wir uns auf diesem Kanal auf jeden Fall noch hören.
wenn ihr denn willig seid, zumindest, deshalb gibt es von mir aus heute nur gute und liebe Grüße, gute Besserung, hätte ich fast gesagt, für den Markt. Na, meine besten Wünsche für den Handel aktuell nochmal und morgen dann mit dem Abschluss vor Weihnachten. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute und liebe Grüße.